Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Wort zur Woche hier aus dem Gemeindehaus aus dem Sudanraum. Und Sudan, das ist das richtige Stichwort. Sie sehen hier eine grobe Landkarte vom Sudan, dem flächenmäßig größten Staat in Afrika. Und wir haben ja schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten, hier schon enge Verbindungen vom Kirchenkreis Norden auf in unserer Kirchengemeinde zu Partnerschaften im Sudan. Und darüber möchte ich heute ein paar Sätze verlieren, ein paar Sätze Ihnen mitgeben, möchte Sie herzlich einladen. Wir feiern nämlich nächste Woche Samstag, am 21. Mai, eine Weltfest. Das ist der dritte Gosnertag, auch ostfriesische Gosnertag, im Norden auf dem Marktplatz, das erste Mal in Kombination mit einem Eine-Welt-Fest. Und das ist die Gelegenheit, wenn Sie etwas erfahren wollen über den Sudan. Gerade auch jetzt in dieser Zeit sind unsere Partnerinnen und Partner angewiesen auf unsere Unterstützung. Wir haben ja jetzt aktuell immer noch die Schule in Jebaruna in der Wüste im Sudan. Und dann auch einen Kindergarten im Taucha, in einem Fort von Khartoum, der Hauptstadt, und einer Nähwerkstatt. Und dort ist ganz wichtig, dass wir dranbleiben mit der Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer und der Erzieherinnen und Erzieher und der Frauen. Gerade jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall die weiter unterstützen in ihrer Arbeit, aber jetzt gerade die ärmeren Länder oder die Länder der einen Welt sind noch stärker betroffen von den Folgen nicht nur der Pandemie, sondern vor allem des Krieges in der Ukraine. Sie haben sicher davon gehört, der weltweite Mangel an vielen, vor allen Dingen was Weizen angeht und die starke Teuerung, betrifft auch gerade Menschen, die in Ländern der einen Welt leben. Und insofern möchte ich Sie herzlich einladen, wenn Sie uns kennenlernen wollen oder einfach mal vorbeischauen wollen. Wir wollen uns dort zusammen mit anderen Partnerschaftsgruppen wollen wir uns wieder ins Bewusstsein rufen. Es sind dort Gäste da aus Uganda und aber eben auch einige Partnerschaften, die sich nochmal vorstellen und ein buntes Programm insgesamt, wo es auch Tanz gibt und Musik und Verschiedenes. Und wir sind mit einem Infostand da von 10 bis 16 Uhr am 21. Mai auf dem Nordermarktplatz. Würde mich freuen, Sie dort zu sehen und kann das einfach nur empfehlen und wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet und Gottes Segen. Tschüss!